So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook. Hier wieder euer spiritueller Anarchist. In diesem Video möchte ich einfach mal eine Zwischenbilanz machen über meine Astralreisen, über meine außerkörperlichen Erfahrungen. Nur ganz kurz vorher noch eine Zwischeninformation. Ich habe jetzt momentan kein Internet. Also ich filme jetzt quasi per Handy und lade es hoch. Ich habe da so ein Handy. Das kann ich nutzen zum Filmen und gleich hochladen. Die hat die quasi die App. Ja, bis zum, wie gesagt, zu Ende Monats habe ich noch Strom wahrscheinlich. Aber wie gesagt, das muss euch ja nicht, das habe ich im vorigen Video gesagt, muss euch ja nicht stören. Ich mache trotzdem weiterhin Videos. Das Problem habe ich auf jeden Fall gelöst. Ja, in Zukunft, was kommen so für Videos? Mal mir gefragt, du machst ja verschiedene Themen so. Was ist jetzt eigentlich so jetzt das Ziel von deinem Kanal? So, ja, Hauptthemen werden einfach sein Spiritualität und die Sache Jobcenter, Arbeit ist scheiße. Das wird so immer so meine zwei Hauptthemen sein. Was ich für Videos mache, entscheidet im Endeffekt ihr. Also ihr Nutzer, also ihr User von YouTube, ihr entscheidet, welche Videos ich mache. Ja? Also ich gehe auf eure Vorschläge ein und ich gucke ja zum Beispiel, was sind die beliebtesten Videos, wobei man da aufpassen muss. Bei beliebtesten Videos ist es immer so, dass es da nach Aufrufzahl geht. Das heißt aber, dass auch ein sehr altes Video dann relativ Platz 1 oder ziemlich in den hohen Ranglisten sich befindet. Kann man jetzt nicht so wirklich sagen, ob das jetzt wirklich so der Trend ist. Wenn man der Trend wissen will, muss man reingehen und das mache ich auch immer bei Google, Entschuldigung, nicht Google, YouTube Analytics. Bei YouTube Analytics, das ist ja bei mir, also wenn man bei mir im Kanal geht, Creative Studio, gehe auf Analytics und da sehe ich dann, welche Videos gerade so Spitzenreiter sind. Was jetzt gerade so mein Kanal pusht, kann man sagen, sind ja. Zum Teil die Videos von Marco Hümer, teilweise, ja gut, aber ich sowieso immer Videos mache. Dann kommt Dieter Degowski, war auch sehr, sehr stark, ist auch sehr stark entkommen. Da werde ich dann auch wieder ein Video machen, klar. Also ich gehe ja immer auf das ein, Kunde ist König. Und dann Susanne Krieger-Langer, das Warnvideo. Ja, da mache ich auch nochmal auf jeden Fall ein Video. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Ich gucke, dass ich das mit dem Schnittprogramm hinkriege, dass ich beim Freund dann schneiden werde, weil da kann ich es dann auch gleich dann über das Handy dann hochladen, die Datei. Da schaue ich mal, dass ich das hinkriege. Ja, da würde ich auf jeden Fall mal Video machen. Da fällt mir gerade so ein ganz interessanter Kommentar ein zu Susanne Krieger-Langer, dass jemand geschrieben hat: Ja, mein Gott, was ist denn? Das ist halt auch eine Frau, die muss sich halt auch in der Männerwelt durchkämpfen. Ja, aber stellt euch mal folgenden Fall vor. Stellt euch mal Folgendes vor. Ja, kann es nicht sein, man macht ja Frauenquote in Firmen und auch Frauenquote in der Politik, aber kann es nicht sein, dass es einfach der biologischen Konstitution der Frau entspricht, dass es sich für solche Sachen, sich Männerkonstrukte, ja, wie Politik und Firmen, sie gar nicht interessieren. Ja. Es gab mal eine Epoche des Matriarchats, und zwar war das so von Steinzeit bis Antike, bis die antiken Götter gekommen sind, wo die Menschen noch an die große Mutter geglaubt haben. Das war so eine Zeit vom Matriarchat. Und ich kann mir vorstellen, dass es da sowas wie Politik in dem Sinne, wie es bei den Männern gar nicht gab. Also, jetzt stellt euch mal folgenden Fall vor. Stellt euch einfach mal vor, dass Firmen und Politik, dass es einfach Männerkonstrukte sind, ja, die schädlich sind. Ich find die einfach schädlich. Politik hetzt nur Menschen gegeneinander auf und Firmen beuten aus. Und jetzt stell dir mal Folgendes vor, ja, dass es gar nicht von den Frauen kommt, ja, dass es gar kein Frauending ist, ja. Wäre es nicht besser, als Frau dafür zum Kämpfen, dass man diese Männerkonstrukte zu Fall bringt, dass man die abschafft, ja, dass man gar nicht in die Firmen reingeht, wo man nur ausgebeutet wird, sondern dass man einfach die Firmenarbeit vielleicht den Robotern überlässt oder irgendwie anders wirtschaftet oder konsumiert, wäre es nicht geschickter, als Frau in diesem Männerblödsinn, ja, mit zum Spielen und das noch mit anzutreiben, wie es die Frau Susanne Krieger-Langer macht. Stellt euch das mal vor, ja. Denkt doch mal so.
Früher war zum Beispiel Rauchen Männersache. Und jetzt rauchen die Frauen auch und das ist dann Emanzipation. Aber ist Rauchen gut? Nö, ist eben nicht, ja. Also nur mal so gesehen, mal eine andere Sichtweise. Okay, jetzt muss ich aber zu meinem eigentlichen Thema kommen von dem Video, Astralreisen. Ja, Stand der Dinge. Wie gesagt, ich habe jetzt auch schon meine dritte bewusst eingeleitete Astralreise packt. Da, das war an einem Tag, in einer Nacht, wo ich dann sogar luziden Traum noch gehabt habe, davor noch. Aber war kurz, deswegen erzähle ich es jetzt mal bloß kurz. Also der luzide Traum war irgendwie so, ich war in der Schule, bin schlecht bewertet worden, habe dann einen Sechser gekriegt. Dann habe ich mich an der Tür hingelegt, gelehnt und bin dann im luziden Traum raus aus meinem Körper. Also ich habe mich einfach rausfallen lassen. Also so Falltechniken, stimmt, das funktioniert auch gut. Wenn man sich das vorstellt, wenn man rausfällt, auch so, wenn man jetzt nicht im luziden Traum ist, kommt man sehr schnell in den Astralkörper. Also wie gesagt, ich war mir in die Tür gelehnt, bin an der Tür quasi im luziden Traum eingeschlafen, so war also mit der Empfindung und bin dann raus in meinen Astralkörper, weil ich eben dachte, ihr kennt mich doch kreuzweise, ja, ihr Lehrer, und bin dann so durch das Schulzimmer und quasi geflogen, ja, und das war es eigentlich, das war nur so ein kurzer luzider Traum, ich muss aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme. Meine ganzen luziden Träume und Astralreisen, dass ich nicht da irgendwie durcheinander komme. Also, wie gesagt, luzider Traum und hat sich dann zur Astralreise entwickelt. Also, war es quasi so ein Zwischending, könnte man sagen. Ja. Es sind ja die Stufen normale Träume, höhere Stufe ist luzider Traum und die ganz höhere Stufe wäre Astralreisen, wobei ich da nicht von einem Traum reden würde, das wäre ja ziemliche Degradierung, weil Astralreisen ist viel, viel mehr als ein Traum und ist viel mehr Möglichkeiten, was es da gibt. Ja, ja. Es ist das Größte, es ist so ein geiles Abenteuer, Leute, mit Astralreisen. Ich fühle mich schon wie der, wie hat der Kaiser, der Roy Taylor oder Rod Taylor da in Zeitmaschine, der jetzt eine Zeitmaschine gebaut hat und sich jetzt auf Abenteuerreise begibt. So komme ich mir vor. Also es ist wirklich ein Abenteuer, ja, wo ich so quasi allein mache, wo ich so quasi durch die Welt gehe und fliege und ja, es ist genial. Ja, auf jeden Fall der dritte luzide Traum. Gut, was war? Ich habe da viel Zeit mit dem Rumfliegen verplempert, muss ich sagen. Also das ist mir auch die Gefahr, dass die Astralreisen leider Gottes immer so schnell vorbei sind. Also das ist schon mal schade. Also für mich, wenn jemand sagt, hast du nicht Angst, dass du da hängen bleibst in der Astralwelt? Nee, eher das Gegenteil. Ich habe immer Angst, dass ich zu schnell in meinen Körper zurückkomme. Das ist mir dann so blöd, dass es immer so schnell vorbei ist, weil ich habe so viel vor. Ich wollte eigentlich zu meinem Seelenführer, aber dann habe ich Zeit verblendet, ewig lang da rumgeflogen und dann hat es mal kurz nicht geklappt im Fliegen. Da hat es dann wieder gestoppt und ich bin dann standen geblieben und dann kam auf einmal so ein astraler Hund auf mich zu. Und ich habe das Gefühl gehabt, der wollte mir beißen, dann habe ich ihn auf die Nasen aufgehaut, wie ich das als Reaktion macht, wenn ein Hund mir zu nahe kommt und dabei ist, mir zu beißen. Und dann hat er mir ganz giftig Argo, ganz angenurrt und ganz, war ganz aggressiv. Und ich habe dann. Gut, ich habe da einfach zu früh, das war meine Lektion, ich hätte dann nicht gleich so aggressiv reagieren sollen, weil der hätte mir jetzt vielleicht ein bisschen ab, der kam mir irgendwie zu nah und dann habe ich so putsch so auf die Nase gehauen und der hat dann irgendwie aggressiv, das war auch wie so Lektion, das war so wirklich so, da kommen dann auch so krude Sachen, ähnlich wie zwar ähnlich wie ein Traum, ja, aber du kannst es steuern, also quasi, und das sind halt immer so Lektionen, wo du halt was lernen sollst. Und dann kam so ein Typ, auch astral, zu mir. Und hat dann gesagt, die Hunde sind doch, komm, die Hunde sind doch ganz nett und so, die sind doch ganz lieb. Und dann habe ich gesagt, ja, ich denke mal schon. Und dann hat er mir einen Hund in den Arm gedruckt, der war irgendwie so wie von der Größe her wie so ein Dackel oder hat auch so ausgesehen, ein bisschen wie ein Dackel. Und der hat der war auch astral, der Hund. Und das Krasse war, der hat ein rosa Fell gehabt. Der hat rosa Fell gehabt. Und den habe ich dann gestreichelt und der war dann ganz lieb. Der eine, wo mich gepackt hat, war ganz normal, so normal braunes Fell gehabt. Ja, das war mein Erlebnis und dann bin ich auch kurz danach aufgewacht. So, das war jetzt also meine dritte bewusst eingeleitete Astralreise. Mir hat es angekotzt, dass ich nicht zum Seelenführer gekommen bin. Das wollte ich jetzt eigentlich noch erreichen. Boah, ich habe so viele Informationen. Hoffentlich, ich gucke mal, ich denke mal, hoffentlich vergessen nicht Hälfte. Auf jeden Fall, da war es jetzt so: Heute Nacht habe ich keine geschafft, also keine Astralreise. Es war noch irgendwie so, ich musste noch mal pinkeln gehen, einmal. Dann hab ich mein Kreuz an so eine Ecke angestoßen gehabt und dann, also wo ich da die Schlafunterbrechung gemacht habe und ja, hat dann irgendwie nicht so recht. Dann habe ich nur niesen müssen und so und meine Gedanken waren schon ganz woanders und wo ich dann wieder müde bin, habe ich dann den Punkt verloren, um aus meinem Körper rauszukommen und
Ja, deswegen habe ich jetzt diese Nacht keine geschafft. Also es ist ja so, beim Astralis nach nicht denke, dass es jetzt jede Nacht klappt, ja, aber es klappt bei mir jetzt halt immer besser, ja. Und wie schon im anderen Video gesagt, ist es jetzt so, dass ich einfach mit Frequenzen, mit Prime, auch mit den Frequenzen von Marco Hübner. Bei den Austritt sind sie bei mir eher nicht so vorteilhaft, weil ich da zu arg wach war. Also mein Melatonin- und Serotoninspiegel, der steigt da immer zu arg und ich bin dann zu arg wach und dann, ja, dann, wie gesagt, dann haut es nicht richtig hin. Also ich muss dann noch richtig müde sein, damit ich austreten kann aus meinem Körper. Ja, wo ich mich auch prime oder was ich auch vorbereite oder was ich immer gemacht habe, ist meine Zirbeldrüse entkalkt, entgiftet. Da gibt es ja von Anaton, das ist auch YouTuberin, sehr spirituell, die hat da so ein Video gemacht, Zirbeldrüse entkalken. Gibt es auch noch andere Meditationen, aber die ist sehr gut, weil das sind sehr viele Tipps auch wo man auf die Ernährung achten kann. Zum Beispiel natürlich Kurkuma, ist Nummer 1, das ist so das gelbe Pulver aus einer Wurzel gemacht, kann man auch überall rein in Suppe, in Soße. Ja, ich tue es auch manchmal, wenn ich so Rührei mache, tue ich ein bisschen Kurkuma. Also kann man überall eigentlich mit dazu tun. Immer Kurkuma verwenden ist ganz wichtig. Dann Tamarinde. Tamarinde ist so eine Soße, da kann man auch Suppen, Soße, alles ein bisschen säuerlicher machen, hat so einen säuerlichen Geschmack. Kann man auch einen Tee, statt Zitrone kann man dann auch Tamarinde nicht und Tee kann man auch also überall mit rein tun. Halt immer gucken nach der Dosierung. Ja, Fluoride vermeiden ist ganz arg wichtig. Ja. Da zum Beispiel, das ist zum Beispiel eine Zahnpasta, die ich noch von Neo Bio habe immer gekauft beim Bioladen, kostet 1,89 die Tube. Ich gucke nochmal, ob ich es sehe. Ja, zum Beispiel. Aber einfach im Bioladen reingehen und sagen, die günstig, da reicht die günstigste fluoridfreie Zahnpasta. Verwenden, kaufen. Ja, was gibt es noch? Beim Salz zum Beispiel gucken, dass da nicht extra Fluorid da drauf steht. Wenn da jetzt nichts drauf steht, dann kann man davon ausgehen, dass da jetzt kein oder wenig Fluorid drin ist. Ja, wie zum Beispiel das Bad Reichner Salz da. Jod, das ist ja okay, aber Fluorid ist einfach das größte Gift. Schädlich für die Zirbeldrüse. Also Zirbeldrüse entkalken, Zirbeldrüse trainieren durch Frequenzen, durch Meditation, ganz arg wichtig, weil beim Austritt ist immer so, dass die Zirbeldrüse bei mir sehr aktiv ist, wenn ich ausgehe noch vorher. Das merke ich dann richtig, wenn es dann hier so zieht. Ja. Und dann gehe ich raus. Und ich muss aber sagen, Vibrationen habe ich eigentlich bis jetzt keine mehr gehabt. Wie gesagt, das war nur am Anfang bei der ersten unbewussten, ausgelösten Astralreise, dass da so wumm, wumm, wumm kam in meinem Kopf, so wie so eine Art binauraler Ton. Und dann bin ich quasi aus meinem Körper raus, habe ja auch ein Video gemacht. Ja, ja. Also wie gesagt, das Video von Anaton sehr zum Empfehlen. Zirbeldrüse, da wird es auch mit binauralen Tönen nochmal aktiviert, die Zirbeldrüse und durch die Lichtatmung dann entkalkt. Ja. Okay, das sind jetzt mal so Tipps und so Stand der Dinge bei mir. Ja, ja, also Strom und Internet wird bei mir nicht mehr geben, zeitlang zumindest, weil ich mich da erstmal alle Rechnungen abbezahlen. Ja. Wobei ich aber bei puncto Rechnung schon ein bisschen gelassener worden bin wie früher. Ich denke mal einfach, was ich zahlen kann, was ich abbezahlen kann, kann ich zahlen, was ich nicht abbezahlen kann, ich nicht mit abbezahlen und fertig. Ja. Ja. Also, wie gesagt, gut, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ja, also Videos richtet sich nach dem, was der User will, also was ihr wollt, ja. Was ich auch mal so ein Video machen werde, so über Haushaltstipps, über Spinnen, was kann ich gegen Spinnen tun? Habe ich auch ein paar geile Tricks, mache jetzt vielleicht sogar beim nächsten Video. Und ja, also wie gesagt, Astralreisen wird auf jeden Fall immer mein Thema bleiben. Ich halte immer am Laufenden. Es ist einfach ein ganz geiles Thema. Und die Leute, die wo Skeptiker sind, ja, die wissen gar nicht, was ihnen entgeht. Wenn du mal so durchgehst durch eine Wand und dann denkst du, laufst du durch und denkst du, boah, wie geil ist das? Dann kommt auch an der anderen Seite wieder raus. Denkst du einfach nur, ja, wie geil ist das denn? Ja, das ist einfach, du fühlst dich wie Superman. Und das wäre einfach schade. Wobei auch die Skeptiker wurden ja auch immer weniger, muss ich sagen. Melden sie auch kaum mehr. Aber die, was es noch gibt, sage ich, Leute, ihr wisst gar nicht, was euch entgeht, wenn ihr euch dem verschließt oder, ja, oder sagt, es gibt es gar nicht. Ja. Man kann es ja wenigstens probieren. Man kann es ja wenigstens probieren, nach Astralreisen zu lernen. Geht ja auch kostenlos. Okay, das war's mal soweit. Ich muss jetzt Schluss machen. Bis dann.